Das ist heute das Szenario. Fassbergen. Das Anlegen von Chemikalienschutzanzügen oder der Umgang mit giftigen Substanzen, all das steht normalerweise nicht auf dem Lehrplan der dreijährigen Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Hier auf der Neuwag aber wird gelernt, was das Mehrzweckschiff kann. Und das ist viel. Genau das sollen gleich die inzwischen fast fertig in Schutzkleidung verpackten Kollegen herausfinden. Bootsmann Wendt hält Kontakt mit der Brücke. Ja, Stefan, Kapitän, Operator, Sie sind auf dem Weg. Kranfahrer kommt auch gleich hoch. Die machen sich jetzt fertig. Machst du Walkie-Talkie an? Alles klar. Über eine Gasschleuse gelangt der Trupp aufs Arbeitsdeck. Das Innere des Schiffes könnte nun im Ernstfall mit einer Schutzluftanlage, also unabhängig von der Außenatmosphäre, versorgt werden. Als nächstes muss das Fass geborgen werden. Da weder in dieser Übung noch im Ernstfall klar ist, was sich genau darin befindet, kommt es jetzt darauf an, präzise zu arbeiten. Denn für Bergung und Untersuchung des Fasses bleiben den Männern nur etwa 30 Minuten. Dann ist die Luft zum Atmen verbraucht. Das Fass liegt jetzt an Deck. Wir haben auf andere Art und Weise keine Information, die in diesem Fass dran ist. Die Messgeräte am Übungsfass ergeben keine Auffälligkeiten. Aber offensichtlich tritt eine bräunlich schmierige Substanz aus. Eine Probe davon soll Gewissheit bringen, um welche Substanz genau es sich handelt. Vorsichtig und möglichst ohne, dass die Substanz den Schutzanzug berührt, wird eine Probe genommen. Vor dem Rückzug durch die Schleuse muss sich der Aufklärungstrupp erst gründlich dekontaminieren. Nach einem genau vorgegebenen Ablauf, damit keine Giftstoffe ins Innere des Schiffes gelangen. Während der Aufklärungstrupp seinen Job erledigt hat und nun schnellstmöglich versucht, aus den luftdichten Schutzanzügen herauszukommen, wird die sichergestellte Probe bereits untersucht. Nebenan im Sanitätsraum. Hier wandert die Probe erst in ein Glasröhrchen und dann in den sogenannten Gasspektrometer. Ein Gerät, das giftige Substanzen hilft zu erkennen und darstellbar zu machen.